Der Gesellschaftsfonds Zusammenleben der Landeshauptstadt Hannover unterstützt finanziell Projekte, Projektträger, Ideen, die die Integration unserer Stadt verbessern sollen, um dann eben das Zusammenleben unserer Stadt noch besser zu gestalten. Unser größtes Angebot für Senioren ist eine Chorgemeinschaft. Der Chor Heimatmelodie trifft sich einmal in der Woche hier. Das sind Chormitglieder hauptsächlich Menschen, die Spätaussiedler sind. Dann gibt es den Singkreis Sing mit. Der wird von der Gemeinwesenarbeit koordiniert. Im Rahmen des Gesellschaftsfonds haben wir halt das Angebot geschaffen, dass diese beiden Chöre sich zusammentun können, um gemeinsam für Auftritte im Stadtteil eben zu proben, aber auch um sich kennenzulernen. Die Sängerinnen und Sänger von Sing mit sind halt alles deutsche Senioren, die sich sehr schwer damit getan haben, auch Zugang zu finden zum Chor Heimatmelodie. Und das ist jetzt über diesen Zeitraum, wo wir gemeinsam zusammen gesungen haben, aufgeweicht und sie sind sich sehr viel näher gekommen durch dieses Projekt. Unsere Jugendlichen und Seniorengruppe haben sich zusammengesetzt, ein Buch geschrieben, das ist diese Hannover ist unser Zuhause. Das wichtigste Ziel war, dass die Jugendlichen von unserer ersten Generation lernen. Die Jugendlichen sagen immer noch, ja, ich kann diese Geschichte nicht mehr vergessen, was für Lieben waren. Da waren schöne Lieben, viel schöne Lieben und auch sehr traurige und schwierige Lebensgeschichten. Damals, als sie gekommen sind, erste Migranten, die hatten nicht viele Möglichkeiten, um sich hier zu integrieren. Und im Gegenteil ist die jetzige Jugendliche, viele schätzen nicht ihre Chancen und deshalb haben wir sowas gedacht, dass sich dann wir vom Älteren lernen und uns als Vorbild nehmen. Da kann sich jeder bewerben und jeder, der eine Idee hat und mit dieser Idee hat er sich noch nicht getraut, irgendwo zu bewerben, weil er sagte, da passt nicht in das Raster oder der Antragsformular ist für mich zu kompliziert oder das gesamte Verfahren. Bei uns trauen sich auch Personen, auch Privatpersonen mit einer für sie innovativen Idee zu bewerben und bekommen das Geld. Wir befinden uns jetzt in einem Projekt, das nennt sich Hochbegabung oder ADHS. Ein Viertel der Kinder haben mal so eine Vermutung oder Diagnose sogar von der Ärztin gehabt, ein ADHS-Kind. Und nach unserer Arbeit wurde es bei keinem Kind bestätigt. Ich habe zum Beispiel nicht gewusst, dass mein Sohn so musikalisch ist. Er hat die Noten genommen, die man gar nicht so hören kann. Also ganz oben, ganz, ganz hoch diese Töne dann und richtig getroffen. Das war eine Entdeckung für mich. Die Begebenheiten in den fremden Ländern ist hier nicht geläufig, ja. Also und wenn die Sprachprobleme auch noch da ist, ja, da sind die Lehrer und die Lehrerinnen nicht in der Lage, das zu erkennen. Unser Projekt heißt Super Kino, die Rechte der Kinder in internationalen Filmen. Wir möchten von allen vier Gruppen zeigen, welche Kinderfilme es gibt, die zu diesem Thema überhaupt existieren und wir möchten auch mit den Kindern dazu malen und mit den Eltern diskutieren zu dem Thema. Ich denke, dass Eltern ihre Kinder erziehen, so wie sie es wissen, so wie sie es können. Manchmal holen sie sich Hilfe von außerhalb, aber meistens sind sie sich selbst überlassen. Und wenn sie in so einem Projekt Hilfestellung bekommen, zur Erfahrungsaustausch kommen, Informationen bekommen, das ist für sie eine große Hilfe. Und das denke ich, darin liegt diese Stärke, die Stärke dieses Projektes. MISO ist ein Netzwerk von
jetzt 36 Initiativen, Vereine, Gruppen mit Migrationshintergrund. Dieses Netzwerk ist vor anderthalb Jahren gegründet worden durch 24 Initiativen. Also die Notwendigkeit war da. Seit Jahren war dieser Bedarf, dass die Migranten-Selbstorganisationen sich vernetzen, damit ihre Interessen gemeinsam Politik und Verwaltung oder Stadtgesellschaft zu vermitteln. Also wir freuen uns über Gesellschaftsformen Zusammenleben. Und da haben wir gemerkt, viele von uns merken, dass wir auch ernst genommen werden und dass wir auch etwas übernehmen können. Januar 2010 haben wir den Antrag gestellt und Ende Januar war soweit. Ja, und das merken die Hannoveranerinnen und Hannoveraner, denn in den Stadtteilen, in denen sie leben, die GFZ-Projekte, die Projekte des Gesellschaftsfonds Zusammenleben, durchgeführt werden und sie erreichen sie auch. Sie erreichen ihre Kinder, sie erreichen die Familien, die Eltern, sie erreichen auch die Senioren.